Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Es gibt sehr interessante Neuigkeiten in Bezug auf den Titel im UFC Leichtgewicht um Charles Oliveira, Islam Makhachev, denn jetzt kommt auch noch Michael Chandler ins Spiel. Es gibt interessante News, denn wir werden wahrscheinlich Islam Makhachev gegen Michael Chandler sehen, und zwar um den vakanten Titel im Leichtgewicht. Das ist jetzt momentan etwas, was die beiden interessiert, denn Charles Oliveira, wir haben es gehört, hat sehr, sehr viele Interviews gegeben, hat auch gefühlt in jedem Interview das Gleiche gesagt. Und sein Ziel ist es klar, Islam um den Titel zu kämpfen, aber dementsprechend auch erst in Brasilien im Jahr 2023. Und jetzt gerade hat die UFC keinen Champion im Leichtgewicht. Und wir alle wissen, die UFC mag es nicht und versucht immer so schnell wie möglich einen neuen Champion für die Division zu bekommen. Denn sonst sieht das alles immer für die Promotion etc. pp. Immer ziemlich blöd aus. Und wenn Charles Oliveira noch 6-7 Monate warten will, um den Titel zu verteidigen in Brasilien oder beziehungsweise erst neu zu gewinnen, weil er ja gerade vakant ist, dann wird es der UFC nicht reichen, denn sie wollen den Titel weitervergeben. Dustin Poirier war inaktiv, hat zuletzt gekämpft gegen Charles Oliveira verloren, genauso wie Justin Gaethje. Jetzt hat Michael Chandler einen Bounce-Back-Fight gewonnen gegen Tony Ferguson und ist direkt wieder im Titelrennen aktiv. Er hat vorgeschlagen, dass er gegen Islam Makhachev um den vakanten Titel kämpfen wird, und zwar am 22. Oktober in Abu Dhabi bei der UFC. Das ist sein Ziel, das ist sein Plan. Diesen Kampf will er, dieses Ziel will er verfolgen. Islam Makhachev hat auch direkt akzeptiert und sagte, easy money für mich, kein Problem, lass uns das Ding machen, Rock'n'Roll und so weiter und so fort. Weil sind wir ganz ehrlich, Islam ist es eigentlich scheißegal, ob er gegen Charles Oliveira oder ob er gegen Michael Chandler kämpfen muss, weil der Titel vakant ist. Oliveira hat den Titel nicht offiziell und Islam will einfach nur den Titel haben. Ihm ist es egal, gegen wen er kämpft, und es ist ein geiles Matchup. Michael Chandler ist ein sehr, sehr starker Ringer mit einer bombastischen Takedown-Defense, und in der UFC wurde er jetzt noch kein einziges Mal runtergeholt. Außer dieses eine Mal gegen Charles Oliveira, wo er sich dann sogar vom Rücken befreien konnte, ja. Also der hatte ja wirklich Oliveira, dem wohl gefährlichsten, besten BJJ-Artist in der UFC, seinen Rücken gegeben und konnte diesen lösen einfach, ne, diesen Griff, das ist wirklich einfach zu krass. Insofern bin ich gespannt, wie er das gegen das Grappling von Islam gegenhalten wird und wie Islam gegen die Bomben von Michael Chandler gegenhalten wird. Ist wirklich einfach ein brutales Matchup. Ziel dafür ist, dass Charles Oliveira einfach dann laut Michael Chandler wartet, ja, bis er dann den Money Fight gegen Conor McGregor bekommt, welcher ja auch nicht bei 155 Pfund stattfinden muss, sondern er kann auch einfach ganz entspannt wirklich, ja, 170 hochgehen und dort gegen Conor McGregor kämpfen, je nachdem wie das Gewicht passt. Muss nichts mit dem Titel zu tun haben, weil McGregor wahrscheinlich eh nicht zu 155 Pfund cutten wird. Oliveira hätte es verdient, aber Michael Chandler will einfach nur den Titel haben. Ich bin gespannt, es ist eine krasse Sache, würde es allen Parteien gönnen, finde ich eine gute Lösung. Bis zum nächsten Mal hier bei NoTime MMA.